Wir haben einen Vektorraum V und dieser Vektorraum V soll eine Basis haben, welche wir mit V1 bis Vn bezeichnen. Und wenn wir so eine Basis V1 bis Vn haben, dann können wir jeden Vektor in diesem Vektorraum V mit n verschiedenen Parametern beschreiben. Also zum Beispiel als hilfreiches Beispiel, wenn man sich mal die Gerade anschaut, da lässt sich halt jeder Vektor mit einem Parameter beschreiben. In der Ebene, da lässt sich jeder Vektor mit zwei verschiedenen Parametern beschreiben. Und im Raum, da lässt sich jeder Vektor mit drei Parametern beschreiben. Und allgemein, wenn wir so eine Basis V1 bis Vn haben, mit n verschiedenen Basisvektoren, dann lässt sich halt jeder Vektor sich mit n Parametern beschreiben. Und diese Zahl n, die heißt die Dimension des Vektorraums V. Also das heißt, die Gerade hätte Dimension 1, die Ebene hätte Dimension 2 und der Raum hätte Dimension 3. Das Problem mit dieser Definition ist aber folgendes. Und zwar, dieser Vektorraum V, der hat nicht irgendeine eindeutige Basis, sondern der hat mehrere mögliche Basen. Und es ist erstmal überhaupt nicht klar, dass diese Basen gleich lang sind. Also es könnte ja theoretisch passieren, dass es eine Basis gibt, die nur zwei Elemente hat und irgendeine andere Basis, die 100 Elemente hat und man weiß gar nicht, dass sie gleich groß sind. Und deswegen ist die Dimension erstmal noch nicht klar definiert. Aber wir haben Glück und es stellt sich heraus, dass alle diese Basen von V gleich lang sind. Das ist ein Satz, den wollen wir zeigen. Und den Beweis für diesen Satz werden wir auf den folgenden Folien führen. Okay, wir haben einen Vektorraum V. Und wir wollen von diesem Vektorraum V zeigen, dass alle Basen gleich lang sind. Wie machen wir das? Wir geben uns zwei beliebige Basen vor, welche wir V1 bis Vm nennen und U1 bis Un. Und dadurch, dass wir diese Basen beliebig gewählt haben, können wir dann zeigen, dass alle Basen V auch tatsächlich gleich lang sind. Wie machen wir den Beweis? Naja, wir führen so eine Vertauschung durch. Und zwar, was wir machen ist, wir nehmen uns erst den Vektor U1 und vertauschen diesen mit einem der Vektoren von V1 bis Vm. Anschließend nehmen wir uns den Vektor U2 und vertauschen dann dieser wieder mit einer der Vektoren von V1 bis Vm, aber nur mit solchen, die wir nicht bereits getauscht haben. Das gleiche Prozedere wiederholen wir mit den Vektoren U3, U4, U5, bis wir halt bei Un ankommen. Auf diese Weise erhalten wir dann ein neues Erzeugnissystem, welches die Länge m hat. Genau, und dieses Erzeugnis hat auch noch eine weitere Eigenschaft, und zwar, dass die Vektoren U1 bis UN darin enthalten sind. Und dadurch, dass die Vektoren U1 bis UN darin enthalten sind, wissen wir, dass dieses Erzeugnissystem mindestens die Länge m haben muss. Wir hatten also die Gleichung n kleiner gleich m. Genau, das gleiche Prozedere können wir auch umgekehrt wiederholen, weil wir die Basen halt beliebig gewählt haben und wir können einfach die beiden Basen vertauschen. Und so erhalten wir auch die Gleichung, dass n größer gleich m ist. Und wenn wir beides zusammensetzen, erhalten wir tatsächlich die Gleichheit n gleich m. So, wir wollen jetzt also in einer präzisen Weise zeigen, dass ein erzeugendes System im Wesentlichen das genauso gut ist wie ein anderes. In dem Sinne, dass wir uns Vektoren wünschen können, die in dem neuen erzeugenden System drin sind, ohne dass sich die Länge verändert. Konkret heißt es folgendes: Gegeben V1 bis Vn ein erzeugendes System und ein Vektor, der nicht 0 ist, dann können wir einen dieser Vi durch W ersetzen und die neue Menge ist ebenfalls ein erzeugendes System. So, wie zeigt man das? Schreiben wir zunächst mal den Vektor W als Linearkombination der V1 bis Vn, die ein erzeugendes System sind. Das heißt, wir schreiben W als Summe i gleich 1 bis n, Alpha i mal Vi mit Alpha i Koeffizienten aus dem Grundkörper und Vi eben unsere Vektoren. Jetzt verwenden wir, dass w nicht 0 ist. Das heißt, es können nicht alle die Koeffizienten Alpha i 0 sein, sondern mindestens einer muss von 0 verschieden sein. Sei es etwa an der i-ten Stelle, also Alpha i nicht 0. Dann behaupten wir, dieses i ist schon ein gewünschter Index. Wir können Vi durch w ersetzen und halten weiterhin ein erzeugendes System. Zunächst mal stellen wir fest, dass, weil ja Alpha i nicht 0 ist, wir die Gleichung nach Vi auflösen können. Das heißt, wir können Vi schreiben als Linearkombination aus W und den restlichen Vj. Gut,
Damit sind wir eigentlich schon fertig, denn wenn wir uns einen beliebigen Vektor u nehmen, lässt er sich zunächst mal als Linearkombination in dem ursprünglichen erzeugenden System schreiben, also Summe Beta J Vj. Und diese Summe können wir jetzt zunächst mal aufspalten in die Summe, wo Vi nicht vorkommt, und eben Beta I mal Vi. Und dieses Vi ersetzen wir eben durch die Darstellung, die wir gefunden haben, und erhalten dann eine Linearkombination, in denen nur die Vj mit I ungleich J und W vorkommt. Das heißt, wir können U schreiben als Linearkombination aus Elementen der neuen Menge. Und weil U beliebig war, geht das eben für jeden Vektor. Das heißt, wir haben gezeigt, die neue Menge ist ein erzeugendes System. So, und jetzt schauen wir uns den Beweis noch etwas genauer an und stellen fest, wir können ihn noch etwas verstärken. Im Sinne, wir können uns die Stelle wünschen, an der ausgetauscht wird, wenn wir die Voraussetzung etwas verändern. So, wo kam denn überhaupt die Stelle vor? Naja, wir haben gesagt, weil W nicht 0 ist, muss in dieser Linearkombination einer der Koeffizienten nicht 0 sein. Jetzt können wir aber stattdessen eine stärkere Voraussetzung nehmen, etwa dass W nicht nur nicht 0 ist, sondern auch nicht mal in der linearen Hülle der ersten k Elemente. Und dann erhalten wir die stärkere Behauptung, dass das I, dass es nicht nur einen Index gibt, sondern dass die Stelle, an der wir austauschen, nach den ersten k-Elementen passiert. Warum? Naja, wir haben diese Darstellung, das ist ja die einzige Stelle, wo das i überhaupt bestimmt wurde, und wissen, w ist nicht in der linearen Hülle der ersten k-Elemente. Also können in dieser Summe nicht nur die ersten k-Koeffizienten von 0 verschieden sein, sondern es muss auch ein späterer Koeffizient von 0 verschieden sein, denn sonst wäre das w ja in der linearen Hülle. Die restliche Argumentation, an der ändert sich nicht. Wir können auch, wenn der Index größer ist, genauso nach Vi auflösen und einen beliebigen Vektor als Linearkombination schreiben. So, mit der eben bewiesenen Austauschaussage haben wir eigentlich schon das meiste erreicht. Wir müssen es nur noch richtig zusammensetzen, und zwar wie folgt. Wenn wir einen Vektorraum haben und für diesen Vektorraum ein erzeugendes System, V1 bis Vm, ferner eine linear unabhängige Menge U1 bis UN, dann wissen wir, dass n kleiner m ist. Das heißt, jede linear unabhängige Menge ist kürzer als jedes erzeugende System. Bevor wir diese Aussage beweisen, überzeugen wir uns erst einmal davon, dass wir da wirklich das haben, was wir haben wollten. Insbesondere sehen wir, dass alle Basen gleich lang sind. Denn wenn V1 bis Vm Basis ist und U1 bis UN Basis, dann ist V1 bis Vm natürlich ein erzeugendes System und die andere Basis ist linearunabhängig. Also wissen wir, die erste Basis ist mindestens so lang wie die zweite, und umgekehrt ist natürlich auch die zweite Basis ein erzeugendes System und die erste linearunabhängig. Also wissen wir, dass die zweite höchstens so lang ist wie die erste. Also es sind zwei beliebige Basen gleich lang. Tatsächlich sehen wir noch etwas mehr. Wir wissen, dass jede linearunabhängige Menge höchst so groß ist wie die Dimension. Denn Dimension ist ja Länge eine Basis, und nachdem wir wissen, alle Basen gleich lang sind, können wir das auch so sagen, einer beliebigen Basis. Jede Basis ist natürlich erzeugendes System, und damit ergibt sich direkt aus dem Theorem, dass eine linear unabhängige Menge höchstens so lang ist wie ein erzeugendes System, also höchstens so lang wie eine Basis, die ja insbesondere ein erzeugendes System ist, also höchst so groß wie die Dimension. Und entsprechend wissen wir, dass Erzeugungssysteme mindestens so groß sind wie die Dimension, weil ja eine Basis auch linear unabhängig ist. So, dann beweisen wir diese Aussage. Wir wollen eben die Menge U1 bis UN mit der Menge V1 bis Vm vergleichen, und wir haben die Austauschaussage vorher. Die können wir uns wie folgt zunutze machen. Wir zeigen durch Induktion nach K, dass es ein erzeugendes System der Länge M gibt, das die ersten K-Vektoren von U1 bis UN enthält. Die Aussage ist interessant, denn für den Fall k gleich n steht da, dass wir ein erzeugendes System mit m Elementen finden, was alle unsere n-linear unabhängigen Elemente enthält. Also muss insbesondere n kleiner m sein. Das heißt, es genügt tatsächlich, diese Aussage durch Induktion zu beweisen. Nun, im Fall k gleich 0 ist nicht viel zu tun. Wir sollen ein erzeugendes System der Länge m finden, was
0 der Vektoren enthält. Das ist relativ einfach. Wir können einfach das Erzeugungssystem nehmen, was uns gegeben ist. Wenn wir von k auf k plus 1 schließen, stellen wir fest, dass, weil u1 bis un linear unabhängig ist, insbesondere der k-te Vektor nicht in der linearen Hülle der ersten, der k plus erste Vektor nicht in der linearen Hülle der ersten k-Vektoren ist. Sonst gäbe es eine lineare Abhängigkeit zwischen den ersten k plus 1. Und dann können wir eben die vorher bewiesene Austauschaussage verwenden. Das heißt, wir können aus dem Erzeugungssystem, was wir nach Induktion haben, was die ersten k-Vektoren enthält, 1 erzeugen, in dem auch der k plus erste drin ist. Und weil wir eben diese Unabhängigkeitsbedingungen haben, wissen wir auch, dass der Vektor, der durch den Tausch rausgenommen wird, keiner der Vektoren u1 bis uk ist. Und damit schließt der Beweis. Wir haben also diese Induktionsaussage bewiesen. Wir wissen, kriegen also diese Aussage auch insbesondere für k gleich n und wissen, dass es ein System der Länge m gibt, was alle unsere n-Vektoren enthält. Haben also diese Ungleichung, dass die lineare unabhängige Menge höchstens so groß ist wie das erzeugende System. Und wie schon gesehen, folgt daraus, dass die Aussage, dass alle Basen gleich lang sind, der Begriff der Dimension also wohl definiert.